Guten Abend, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Relangers! Forst hier mit dem Manfred hier. Ja. Alles on point. Und wir, meine lieben Freunde, fahren erstmal zurück jetzt. Und zwar zurück zu unserem Grundstück. Wir müssen uns erstmal ein bisschen entspannen und tief durchatmen. Weil der Fritzl sitzt erstmal im Knast. Das können wir sowieso nicht ändern. So, und da lassen wir den jetzt auch einfach mal sitzen. Ich habe zwar gesagt, ich bin sein Anwalt und versuche den da rauszuholen, aber im Endeffekt. Sind wir mal ehrlich, wir werden natürlich nichts machen, gell? Das ist mal ganz klar, gell? Der muss ja da oben ein bisschen eine Lektion kriegen. Der muss ja einmal lernen, dass man mit Leuten einfach respektvoll umgehen muss und selbst mit einem Wachtmeister, dass das so alles läuft. So. Oh, scheiße, warte mal, hier blinkt. Oh, leck um hier, Muchacho. Das war aber bald schief gegangen. Sag mal, der Zug, der kommt doch alle 2 Minuten hier, das gibt's doch gar nicht. So, gut. Mal gucken, was die 2 Dumpfbanken hier machen. Hier wäre eigentlich optimal für eine Einfahrt hier. Ich glaube hier. Ui, was ist denn hier los? Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen Schmuck aus. Wenn ich mir die 2 Kalkleisten wieder euch erzähle. Was ist mit dem nicht richtig? Ziege! Jo! Hey Ziege, hast du mal dein Lasso dabei? Wir müssen ja mal so eine wilde Kuh einfangen. Ja, ich hab das schon mal probiert. Das ist bei dem aber sinnlös. Was ist mit dem los? Also, oder was ist da hängen geblieben? Oder hat er eine einseitige Lähmung? Nee, der ist hängen geblieben und hat schon wieder 2 kurze drin. Ey, Backstein! Oh, wow! Was ist, Alter, bist du nicht dicht, der Junge? Ich zersäg den Reifen. Moin! Na? Moin, sag mal. Ich bin im Schritt. Was macht der Dax? Warum gräbst du dir das Feld um? Hast du nicht mal ein Land abschauen? Nee, warum mal die Karre aus, Junge, der Umwelt und so? Ey, das ist mein Sprit, ich darf das. Nein, das ist nicht dein Sprit, das so. Ist eine Firma, ihr Sprit. Gusch. So. Möf, Kollege. Ja. Um die Frage zu klären. Ah, Mensch. Ich sag mal, ihr zwei Pappnasen. Könnt ihr euch mal nachher ein bisschen vielleicht absprechen? Ey, das hier wegen. Wer hier der Chef ist bei euch, aber was ist denn hier mit der mit dem Ding? Das Fakt. Was ist denn wieder? Was ist hier mit dem Ding hier? Mit dem Kran oder was? Ja, guck Manni, hab ich dir da zu viel versprochen oder nicht? Ja, das ist, ich sag mal, ich wollte einen Kran! Ja, das ist doch ein Kran. Ja, ich hatte aber nicht vor. Ich hatte. Oh, warte mal, scheiße, Telefon. Warte mal, Telefon. Ja, da, Manniküre. Manni, hol mich jetzt hier raus. Ich lass mich nicht gehen. Ja, ich hab einen Antrag gestellt. Was für ein Antrag? Na, Haftprüfung. Was? Na, Haftprüfung. Du sitzt doch in Haft. Ich hab dir gedroht mit Oleg. Ja, ach so, naja, drohen ist jetzt nicht so gut, gell? Ja, was soll ich machen? Jetzt wird nichts ändern. Genau. Lass mich raus. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab ja einen Antrag gestellt. Das dauert jetzt aber 3 Wochen mit der Bearbeitung halt. Manni, die geben also, mir nicht mal Stroh für ein Bett. Ich hab nicht mal einen Kackhaus hier. Ich soll. Ich hab's noch nicht gefragt, aber ich glaube, wenn ich kacken muss, soll ich auch das Stroh dafür nehmen. Ich muss in meine eigene Kacke schlafen. Na, ist auf jeden Fall warm in der Nacht. Aber guck mal, Günther, das wird ja auch fest, dann riecht's ja nicht mehr so sehr. Ich hab hier, außerdem habe ich was hier entdeckt. Ich muss mal irgendwie zur Seite gehen, die beobachten mich, die 2 Pissnecken. Oben in der Scheune, da ist ein Loch, da ist eine Klappe auf. Wenn du heute da vielleicht rüber gehst mit dem Egon und dem Danny und ihr lasst ein Seil runter, dann könnt ihr hier vielleicht raus und wir müssen nichts bezahlen. Also du meinst, wenn wir es schaffen, dich dort zu befreien, ja, dann müssen wir nichts bezahlen. Ja, oder du fährst mit dem Auto durch das Holztor hier. Bam! Ja. Und dann kommt ja, das kann ich natürlich auch Hausmeister, machen. Hausmeister, gehen Sie mal weg, Mann. Herr Kologe. Ja. Oh, ich höre den Wachtmeister. Wenn Sie sowas planen, eventuell ein wenig leiser sprechen, gell? Daniel, gar nichts. Geh jetzt raus. Ballhaus. Genau. Ja, aber nicht. Nehmen an, der hat alles mitgehört, ja? Ach, ist ein Hausmeister, Manni, der kann nichts. Naja, wie Manni, gesagt, also. Das ist dir mal ein Witz. Ja. Wie viele Hausmeister braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Um eine was? Um eine Glühbirne zu wechseln? Den kenne ich ja auch nie, aber mir fällt nicht ein. Ja, erzähl mal. Günther, hat der dich getasert? Ja. Das finde ich gut. Die Antwort ist 2. Verstehe ich nicht genau. Herr Kologe, Telefonzeit ist zu Ende, links auf. Wie viel Hausmeister brauchen wir, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja, 2. Ja, warum 2? Ja. Einer dreht, der andere hält fest. Er mit dem Handy sofort. Ja, hier. Okay. Herr Wachtmeister.
Hallo? Ja. Herr Wachtmeister, sind Sie noch dran? Ja. Ja, vielleicht könnten wir es ja so machen. Wie lange wollt ihr den Günther jetzt einsperren oder wie sieht es denn aus mit der Strafe? Solange bis die 35.000 bezahlt worden sind, dann darf der Ökologe wieder gehen. Wie viel? 35.000 Euro. 35.000? Ja. Und was wäre die Ersatzfreiheitsstrafe? Ja, 1,5 Jahre. Ui! Können Sie mir noch einmal kurz den Günther geben? Aber nur ausnahmsweise. Ja, danke, das ist ja nett. Ökologe hier. Ja, hallo? Also Günther, 35.000 oder 1,5 Jahre Knast. Ich wollte dir nur sagen, ich fütter deine Katzen, also brauchst du keine Gedanken machen, Günther. Ich kümmere mich wirklich gut drum. Jetzt hol mich hier raus. Gell, es ist alles geritzt, Günther. Und wenn du in 1,5 Jahren wieder draußen bist, Günther, ist alles, wie es war vorher. Ja, okay. Genauso dreckig und unaufgeräumt. So, zu Ende, Handy her. Ja, ja. Danke. Tschüss, Günther. Tschüss, Manni. So, Egon. Ja? Ja, scheiße, die wollen den 1,5 Jahre wegbuchten, wenn ich nicht 35.000 bezahle. Soll ich euch mal was sagen? Quatsch. Ja, komm mal her, hier, Backstein. Komm mal her, Backstein. So, jetzt könnt ihr mal was machen. Jetzt erzähl ich euch mal was. Wegen euch, zwei Ziegenfurzern, sitzt der da oben im Knast. Also an eurer Stelle, gell? Also ich sag euch gleich, wie es ist. Ich lass den dort verschimmeln. Das ist Fakt, wie es an der Kirsche. Ich werde... Nein. Jetzt. Nein. Der Günther, ich werde nicht auf Firmennacken und schon gar nicht auf meinen Privatnacken 35.000 bezahlen. Also, aber ihr habt den damit in die Lage gebracht. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ihr seid da abgehauen zusammen alle. Also, habt einen Arsch in der Hose, geht jetzt hoch und bezahlt aus eurer Firmenkasse oder Privatkasse die 35.000, dass da rauskommt. Wenn nicht, verschimmelt der am Knast, ist mir scheißegal. Aber Mann, ich hab da noch eine andere Idee. Da kostet vielleicht gar kein Geld. Und ich werde mich an keinen Befreiungsversuch beteiligen, würde ich sagen. Aber Manni, siehst du mal so, ihr zwei Nein. seid doch schon miteinander aufgewachsen. Ihr wart doch nur schon Was interessiert denn das? Das interessiert kein Schwanz. In anderthalb Jahren sind wir immer noch zusammen aufgewachsen. Naja, siehst du, aber guck mal, ihr seid doch schon irgendwo verbunden. Manni, pass mal auf, ich hab die... Erstens mal, guck mal, hier ein schöner Kran, der hast du ja schon getestet, der gefällt dir doch. Der Kran ist schön, der passt. Wie gesagt, ich wollte auch keinen Hafen machen hier, aber passt. Naja, du wolltest ja Langholz haben. Ja, genau. So. Aber siehst du, dafür der perfekte Kran. Ja. Und jetzt, pass auf, der Kran, lass es uns so machen. Wenn du uns hilfst, ne, den Günni da rauszuholen, dann ist der Kran umsonst. Ich? Junge, und ein Kastenbier kommt noch dazu. Genau. Ja, und was habt ihr euch vorgestellt? Und für jeden Kurs. Naja, pass auf, wir machen das so. Wir fahren Sag mal, dazu. Junge, hast du zu viel Diesel in der Koche? Ja. Dann lass halt laufen, ne? Weißt du, wir fahren dort hoch. Du lenkst diese zwei Herren dort ab, ne? Ja. Hey Mensch, das ist E10, der muss weg. Und also du verwickelst dich in irgendein komisches Gespräch. Du bist ja Anwalt, du kannst das ja. Und in der Zeit machen Ingo und ich, dass wir den Günther dort rauskriegen. Also ich will nichts sagen, ne? Ja. Aber ihr versucht einfach... Ihr versucht einfach mit noch mehr krimineller Energie den Günther jetzt hier dort aus der Misere zu holen. Obwohl es ja eigentlich ganz klar ist, dass für 35.000 wäre der frei. Aber ihr versucht einfach mit noch mehr Kriminalität den Günther da rauszuholen. Was soll denn das Ende vom Lied sein? Dass der Günther hier auf der Firma dann arbeitet, hier ganz normal sein Zeug macht und der Polizist fährt vorbei und hat alles vergessen? Ja. Zum Beispiel. Einer für alle für einen. Genau, wir sind doch hier, guck mal, wie die Musketiere, guck, so, Helmut, Ingo, komm, ja, Händchen, so, einer für alle und alle für einen, so, komm, Manni, komm. Heilig, los. Ja, komm, Hand drauf, los, komm. Komm, für Günni. Einer für alle. Ich werde... Doch. Na komm. Doch. Nein. Komm, Manni, komm. Nein. Komm. Nein. Ich werde mich an keinem Befreiungsversuch beteiligen. Ich werde musst du doch nicht, du musst doch lustig unterhalten. Nein! Den Rest machen wir. Du hast ja gar nichts damit zu tun, du weißt ja offiziell nichts davon. Aber es wird doch nichts ändern! Im Gegenteil, ihr sitzt dann alle im Knast und dann nicht mehr 1,5 Jahre, sondern 5 Jahre. Und dann kostet mir 35.000 bis 100.000. Was seid ihr hier für Dutzbacken, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich, muss ich euch mal hier kurz die Kette klemmen mit eurer hohen Birne da oben, dass die Erbsen mal wieder links und rechts Kontakt kriegt, mal kurz und mal ein bisschen aufmüht.
Hast du eigentlich eine Pizza am Rohrschleppen? Wir wollen die doch da bloß rausholen und dann ist wieder alles gut. Ja, aber ja, versteht, habt ihr nicht irgendwie eine Pizza am Rohrschleppen oder was? Dass der Günther eine Strafe absitzen muss. Und wenn wir den dort rausholen, wird die Strafe, es wird nichts ändern, außer dass die Strafe noch höher wird. Und ihr zwei Dumpfbacken, oder, mit dem Knast sitzt. Und ich meine Firma überhaupt nicht aufbauen kann, ja. Mit dieser Scheiße, ja. Der Bulle hat doch eh Finken auf der Seeachse. Der kriegt doch das ja nicht mit, wenn man nee, den der kriegt das nicht mit. Das wäre auch total übertrieben, wenn der Polizist mitkriegt, dass der Obst ja, da rausgeholt wird. Weil der ist ja auch auf der Wurstsuppe ist daher geschwommen. Auf der Wurstsuppe kam ja. Hinten links auf der Salami in der Wurstsuppe. Da stand der Polizist drauf. Na, warum ist denn der hier Dorfscheriff geworden? Oh. Der ist hier Dorfscheriff geworden, weil er in der Stadt. Halt doch einfach mal einen Arsch in der Hose, bezahlt die 35.000 für den jetzt. Nee, wir aber haben, die haben wir doch nicht. Pass auf, wir haben den Arsch in der Hose. Pass auf, ich mache euch jetzt ein Angebot. Ich mache euch jetzt ein Angebot. Ja. Ich möchte hier, seht ihr diese große Fläche? Ja. Hier eine Firma aufbauen. Verstehst du? Eine Holzfirma will ich hier aufbauen. Ich will die hier aufbauen, verstehst du? Ich will mich hier selbstständig machen. Ich will hier ein bisschen was machen. Und außerdem müsst ihr auf dem Mähdrescher sitzen. Na, aber Manni. Ja, was? Na gut, pass auf, dann machen wir es so. Du weißt von gar nichts und wir kümmern uns um alles. Nee. Und jetzt sag ich euch noch was. Ja, ich müsste schon lange auf dem Mähdrescher sitzen. So. Hast du schon und gesagt? Und eine Firma will ich aufmachen. Ihr zwei. Es wird nichts. Es wird. Und das ist jetzt. Pass auf. Das ist. Wir können auch gerne den Facher dazu holen. Moment. Och nö. Na doch, was denkst du, wer da die voll zappeln kann? Das ist eine gute Idee, Manni. Ey, ja, siehst du, Manni, ich wusste nicht. Schreib mal Fahrer, so oder was? Da musst du auch was sein. Ich hab auch gelassen. Der hat doch diesen komischen Wein, dem Raum. Ja, der ist doch sowieso immer im Suff. Ja, wie du. Na, wie wir beide. Ja. Aber pass mal auf, du willst ja eine Firma aus Holz aufmachen? Da musst du schon ziemlich viel pinseln, das weißt du, ja. Ja, also die Lasur wird da auch nicht billig. So, und wenn ihr zwei Dumpfbacken, soll ich euch was passiert? Ich sag euch jetzt, was passiert. Ihr werdet eingebuchtet und ihr könnt dann nicht weiterbauen. Und dann hab ich ja die Arschkarte, ihr habt die Arschkarte, alle haben die Arschkarte. Ja, versteht ihr das? Ja, aber das wird ja nicht passieren. Ja. Und der erkennt ja keiner. Weil wir können uns ja, weißt du, wir haben solche, guck, wir haben solche lustigen Masken, das sieht uns doch keiner. Ingo. Ja. Wenn ihr zwei das Maul aufmacht, dann weiß der halbe Welt, wer gerade vor ihm steht. Nein, wir können uns vorstellen. So, pass auf. So, Ingo, leg mal los mit deiner Stimme. Ja, na klar, ne? Also, das wird doch gar nicht, ne? Ja, hörst gar nicht, hörst. Da hast du recht, nee. Jetzt, wo du sagst, klingt wie ein Schwarzenegger Terminator 33. Nee, ich bin aus den Niederlande. Was bist du? Niederlande. Du hast einen Stock im Arsch, das war's aber auch. Und Egon, verstell mal deine Stimme, zeig mal. Ja mal, du Saubatzen, was willst denn du von mir hier? Ja sag mal, du guckst du mich da komisch an. Ich hab mein Leben noch nie so einen schlecht redenden Bayern gehört. Nee. Das ist ja gerade der Sinn der Sache, damit die Bayern reden ja immer schlecht. Weil es sind schlechte Menschen teilweise. Siehe der Polizist. Ganz kurz, ich muss mal telefonieren. Und ihr bleibt weg! Was? Wie? So. Weil du hast den... Ich muss ganz kurz telefonieren. Egon, ich hatte gerade Angst, als er mit der Kettensäge vor mir stand. Ich weiß, geht mir nicht anders. Aber komm, lass uns mal die Karre ausmachen. Ja Mensch, der Diesel ist echt nicht billig. Mensch, das ist immer noch dieser E10-Sprint, der muss doch mal weg. Nee, jetzt lass die Karre aus, Mensch. Ja, der Korn sieht doch nicht mit dem Scheißpulver. Nee, ja, Mensch, kannst du nachher fällt mir das Ei aus der Hose hier. Da fällt mir das Ei aus der Hose. So, was ist jetzt hier mit den Kranos, mal? Naja, Manni, was sagst du denn nun hier eigentlich zum Kran? Ja, super, finde ich das, aber ich wollte immer noch keinen Hafen aufmachen. Naja, aber das ist doch kein Hafenkran, das ist extra, guck mal, wenn du jetzt einen Langholztransporter hast, dann kannst du hier drunter fahren und dann kannst du hier... Nee, das ist mir schon klar, ich hab so ein Ding schon mal gesehen, pass mal auf hier. Ja. Guck mal, hier muss die Straße hin, ja. Hier vorne muss ich hineinfahren können, ja. Wenn ich hier rumkomme, unten aus der Stadt, verstehst du, mit dem Transporter oder von hier oben, dass ich gleich hinein kann. Hier muss die Straße hin, aber eine ordentliche. Ja, das ist ja auch vollkommen richtig. Das muss alles ordentlich sein. Und das Problem ist, also so sehe ich das, wenn ich von hier oben komme, gell, guck her jetzt! So, wenn ich von hier oben komme, jetzt guck doch mal, wenn ich von hier oben komme und fahre mit dem Gewicht hier rum, die Linkskurve, das neigt schon nach unten, da habe ich ein bisschen Angst, dass ich umkipp. Das ist mir zu, das wird Gewichtsverlagerung, das passt nicht. Ingo, nee, nein. der ist gut, Ingo. Der ist gut, Ingo. Der kann stehen bleiben. Den brauchen wir erst nächste Woche für den Mutsbraten.
Ich dachte, der... Nein. Das steht. Ja, wegen Gewicht. Ich hab jetzt angenommen, wenn du von da oben kommst und hier ist Gewicht, dann... Hey, ich muss... Ich telefoniere mal kurz. Level da. Hey, wo ist jetzt? Scheiße, ja. Hallo, Wille? Hallo? Ja, hallo. Jetzt hab ich dich angerufen, ich wollte schon schauen, ja. Ey, sag mal, ja, mit dem Drescher, mit dem Ernten, wie sieht's denn aus, oder was? No, ich wollte auch schon fragen, wann du mal vorbeikommst. Ja, ich bin gleich da, ich wurde noch ein bisschen aufgehalten, gell? Ich bin so unterwegs. Ja, das passt doch perfekt. Ich komm, gut, alles klar. Ne? Ja, bis gleich. Ja, bis gleich, tschüssi. Ciao, ciao. So, warte mal, so. Doch. Ey, ihr zwei Dumpfbacken. Ja. Ah, ihr habt Glück. Ich erreiche mehr. Hör auf, da rumzufummeln. Da wird so. Er jetzt doch nicht Arbeit. Naja, nö, nee, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Lass das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao.